Jetzt ist aber Ruhe. Es geht gleich los. Hallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Gewitter schlagt und erkeilt. Guckt euch an, was hier passiert ist. Durch die große Hitzewelle. Ja, ich bin nicht in der Karibik, sondern in Ludwigshafen am Rhein. Da, wo gestern noch die Rheinschiffe gefahren sind, fahren jetzt die Ozeandampfer. Da könnt ihr mal sehen, was uns alles bevorsteht, wenn der Klimawandel kommt. Die Welt verwandelt sich in eine Hölle. War doch gerade Ludwigshafen bekannt für die schöne Landschaft und die multikulturelle Bevölkerung. Jetzt schaut euch an, was draus geworden ist. Früher sind ja hier am Rhein die Hunde ausgeführt worden. Und ich sag's euch, das war gar nicht so einfach, um die ganze Tretmine herumzuschiefen. Aber die Leute mit ihren Hunden kommen ja anscheinend ja sowieso nimmer. Kein Wunder, wie es hier aussieht. Ja, man muss sich schon an den Anblick gewöhnen. Ist doch wirklich alles ziemlich exotisch. Auch die Tierwelt hat sich verändert. War ich doch im Wasser und hat mich gleich ein Krebs gebissen. Früher war es ja noch viel schöner am Rhein. Hat man doch schon von Weitem gerochen. Manche Leute haben ja ihr Filme direkt drin entwickelt. Schöne Schaumkrone hat's auch gehabt. Ja, das waren halt noch die schöne Zeiten. Also mal ehrlich, ich glaub nicht, dass ich mich daran gewöhnen kann. Hab ich doch immer so gern die Steine springen lassen. Ihr wisst, die Flache, die man so über die Welle hüpfen lässt. Das konntest du hier vergessen. Nur langweiliger weißer Sandstrand. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mal so eine Milch mitgebracht. Hab ich doch so empfindliche Haut. Eigentlich könnte ich mir ja ein Kajak bauen und mal rausfahren. Ich meine so Richtung Mannem. Würde mich mal interessieren, was mit Obau passiert ist. Naja, wenn's das weggespült hat, ist es nicht schade drum. Wahrscheinlich hat's jetzt hier auch ganz andere Fisch. Rotauge, wenn da jetzt nicht mehr drin rumschwimmen. Wahrscheinlich sogar Haie oder sowas. Aber das wird mich schon mal interessieren, wie so ein Hai mit Kartoffelsalat und Remouladesauce schmeckt. Vielleicht könnten wir ja auch einen Riesling dazu trinken. Naja, vielleicht gewöhne ich mich ja dran an das Ganze hier. Mal gucken. Ist da noch jemand? Ja, das ist aber dunkel jetzt. Mach mal hell. So ist besser. Also, so wie das eigentlich immer ist. Am Schluss von meinen Videos tue ich mich ein bisschen anbiedern. Ein Abo habt ihr ja bestimmt schon. Und den Daumen nach oben für das Video habt ihr ja wahrscheinlich auch schon gedrückt. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann findet ihr genügend Möglichkeiten dazu in der Videobeschreibung. Schön wäre auch, wenn ihr mir auf Telegram, VK und Facebook folgt und dort meine Videos teilt. Den ganzen Krempel findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt soll's aber auch genug sein mit dem Gebettel. Wir sehen uns beim nächsten Video.